Der folgende Beitrag wird Ihnen präsentiert von Huima Architekten in der Welserstraße 9 in 4644 Scharnstein. www.huima.ac, Telefon 072 46 21 301. Gesund bleiben, gesund werden. Gesundheitszentrum Zeiless in Galsbach. Therapien unter anderem für Bewegungsapparat, Herz und Kreislauf, Nervensystem, Sinnesorgane, Haut oder bei Verletzungen durch Unfälle aller Art. Zeiless.at. Wirtschaft, Sport, Kultur, Politik und Gesellschaft aus Ihrer Region in Donau-Hausruck. Zuerst lesen wir dies. www.regional-magazin.at. Konst, die verführt. Landpartie mit Kulturgenuss. Das Theater Meckenhofen öffnet wieder seine Tore. Vom 16. Juni bis 16. Juli 2017. Kabarett, Theater, Musik, Kinderprogramm und vieles mehr. Gönnen Sie sich einen traumhaften Abend. Genaues Programm und Kartenvorverkauf auf theatermeckenhofen.at. 2 Wochen lang haben jetzt die Theaterfreunde und die, die es noch werden möchten, die Möglichkeit, in einem der wohl ungewöhnlichsten Theatergebäude Österreichs ein Stück zu sehen, das mit einem unterhaltsamen Sommertheater so viel gemein hat wie ein Winter und ein Sommer. Die Rheinbacher Evangelienspiele gehen in einem nur für diese Aufführungen gebauten Theaterstadel über die Bühne, bei denen den Besuchern bei vielen Szenen auch ein Blick in die wunderschöne Innviertler Landschaft gewährt wird. Die Rheinbacher Evangelienspiele sind auch keine Passionsspiele. Die Themen entnimmt Autor und Regisseur Friedrich C.A. Zauner zwar dem Alten und Neuen Testament, transferiert sie aber in die Gegenwart. So auch beim Stück Zeichen und Wunder, das vom 15. bis 24. Juni 2017 am Spielplan steht. Und Zeichen und Wunder ist nichts weiter als die 3 Jahre der Lehrtätigkeit von Jesus, in der eine ganze Menge passiert ist, sich eine Karriere entwickelt hat von Jesus, die unvorstellbar ist. Wenn man sich vorstellt, heute mit den Medien kann man berühmt werden schnell, ne? Damals hat es keine Medien gegeben und in 3 Jahren war der König. Ne? Ja, das ist sensationell. Es ist wohl zum Nachdenken, jedes Jahr ist zum Nachdenken, was sich der Professor Zauner hier gedacht hat, wie er die Stücke geschrieben hat. Und eigentlich sind wir alle in den Religionsunterricht gegangen. Es kommt einem sehr vieles bekannt vor. Ich war auch schon mehrere Male im Heiligen Land und da trifft man immer wieder auf die Spuren der Geschichte, unserer Glaubensgeschichte. Und ich glaube, das ist auch ganz gut, dass man manchmal etwas in sich geht und auch nachdenkt über den Sinn des Lebens. Der Autor und Regisseur legt zudem großen Wert darauf, dass die Rheinbacher Evangelienspiele nicht nur ein sehr modernes Theaterstück, sondern ein Gesamtkunstwerk ist. Dazu gehören Schauspielkunst, Musik und Bühnenbild. Für die Künstlerin Roswitha Nickel, die seit Jahren mit dem Schriftsteller-Ehepaar Friedrich und Roswitha Zauner befreundet ist, ist die Zusammenarbeit mit den beiden Kreativgeistern stets eine künstlerische Herausforderung. Waren es bei Esther die kunstvoll bemalten Kleider der Schauspieler, bei Johannes der Täufer ein großer Teil des Bühnenbildes, hatte der Regisseur für Zeichen und Wunder eine ganz besondere künstlerische Aufgabe für die Galsbacherin. Ja, das ist jedes Jahr ganz spannend. Im Jänner komme ich zu den Zauners und da bekomme ich den Auftrag. Und es ist immer wieder Überraschung, was er vorhat mit mir. Und diesmal habe ich schon ein bisschen die Augen aufgerissen, weil die Glaswand, das war wirklich eine Herausforderung, weil was nehme ich für Farben und was entwerfe ich da für ein Projekt und ja, wie gesagt, aber das gefällt mir. Was sie nicht gewusst hat, ist, dass etwas erwartet wurde mit Glas und Hinterglasmalerei und mit Glasmalerei grundsätzlich, aber sie hat gewusst, dass etwas kommt, dass eine Ausdrucksmöglichkeit für Theater hat. Theater
braucht andere Hintergründe. Andere, wenn ich ein Bild male, mache, dann ist das Bild, das Ganze. Wenn ich im Theater ein Bild mache, ist es immer nur ein Teil des Ganzen. Und Roswitha ist eine sehr, sehr sensible Künstlerin. Eigentlich haben wir, sagen wir mal, 3 Stunden miteinander geredet und der Rest war schon Kunst. Den Rest hat sie alles selber gemacht. Ja? Ja, es ist ein Gesamtkunstwerk auf jeden Fall. Wenn man sich anschaut, wie liebevoll die Scheune gestaltet ist, dass hier in der Scheune nur die Evangelienfestspiele stattfinden und nichts anderes. Es hat eine gewisse Exklusivität und das ist sehr schön. Ich bewundere das Bühnenbild. Das ist unser Tempel sozusagen. Aber auch wenn man sich die Bemalung an den Holzwänden anschaut, das ist schon allein der Raum hat was Sakrales und da spielen zu dürfen, ist eine große Ehre. Friedrich C.H. Zauner versteht es mit seiner, zum Teil auch etwas ungewöhnlichen Art und Weise, bei den engagierten Künstlerinnen und Künstlern deren ganzes kreatives Potenzial zu wecken. Ja, doch, es ist auf jeden Fall eine spezielle Arbeit. Herr Zauner weiß, was er will. Man merkt sehr schnell, dass er sehr, sehr bibelfest ist und eine gewisse Vorstellung davon hat und auch seine eigene Vorstellung von der Bibel. Und da war die Auseinandersetzung mit ihm darüber, diese Thematik, doch schon sehr spannend. Ja, auf jeden Fall. Der hat ja so eine unverwechselbare Art, die Dinge anzugehen, wenn er gehend herum denkt und im Denken spricht und manches anspricht und ich mache mir dann immer Notizen und so geschieht es halt im Laufe der Zeit, dass sehr vieles passiert hier, grafisch, plastisch, bildnerisch, in Zusammenarbeit auch mit anderen. Ja, das ist eine tolle Aufgabe, da dabei zu sein seit 2003. Es ist ein Gesamtkunstwerk und wenn es ein Gesamtkunstwerk ist, kann nicht einer allein alle Fäden ziehen, das geht nie. Ja? Jetzt stehe ich vor der Situation, dass ich verschiedene Kunstgattungen, bildende Kunst, Theater, Tanz, Musik zusammenbringen muss, die, damit es zusammenpasst, muss man vielleicht gelegentlich mal unbequem sein, das kann schon sein. Aber im Wesentlichen, jeder, der mit mir gearbeitet hat, weiß, ich lasse ihm sehr, sehr viel Freiheit. Zeit spielt so wie im gesamten Leben auch bei den Rheinbacher Festspielen eine große Rolle. Etwa beim Proben der Bühnenmusik, die von Bernhard Höchtl komponiert wurde und vom Vizedirektor der Wiener Sängerknaben auf die Bühne gebracht wird. Ja, das Schwierige ist ganz bestimmt, also die Probenzeit, die sehr beschränkt ist. Also wir haben die Schauspieler proben ja schon, weiß ich nicht, 6, 7, 8 Wochen. Wir treffen uns dann Wochenende vorher, wir proben musikalisch schon dementsprechend, also 4, 5 Mal davor, längere Proben. Und dann ist es eben so, dass wir uns das Wochenende vorher treffen und das erste Mal auf das Stück, auf die Schauspieler treffen und auf die Übergänge. Das ist natürlich das Schwierige. Also da ist ein Dialog und dann kommt Musik und wann kommt die genau und gegen die Tore auf, gegen die Tore zu. Wie ist das Stichwort oder auch nicht, dann ändert sie sich wieder, weil vielleicht es zu lang ist oder zu kurz ist. Also das ist schon eine ziemlich große Herausforderung, aber es gelingt eigentlich jedes ja, aufs Neue wieder, dann irgendwie ja, einen schönen Bogen über das Ganze zu spannen. Nichts dem Zufall überlässt der 80-jährige Schriftsteller und Theaterbetreiber auch bei der personellen Besetzung seiner Stücke. Selbst wenn so manches Engagement auf den ersten Blick den Anschein erweckt, als wäre es rein zufällig zustande gekommen. Ich arbeite als Redakteur bei einer Zeitung und habe im Oktober ein Interview mit Fritz gehabt zu seinem 80. Geburtstag, war 2-3 Stunden bei ihm und durch das Gespräch hat er mich gefragt, ob ich nicht mitspielen möchte. Da haben wir nicht so viel dabei gedacht, aber doch vielleicht eine kleine Rolle. Und ja, seit 4 Wochen bin ich fast jeden Tag in Rheinbach und probe, als Laie natürlich, kein Profi. Also ich bin Felix Höfner, geboren in Bamberg und lebe seit 7 Jahren in Köln, wo ich auch meine Schauspielausbildung gemacht habe. Bin seit 4 Jahren im Theater tätig, deutschlandweit und auch bei Film und Fernsehen. Und Bekannte von mir, Kollegen, haben hier in Rheinbach auch schon mal gespielt. Und plötzlich hat das Handy geklingelt und Herr Zauner war am Apparat und hat mich gefragt, ob ich denn nicht Lust hätte, die Rolle Jesus zu spielen. Und klar, ich meine, die Rolle Jesus ist eine Herausforderung, eine sehr, sehr besondere Rolle. Und da dachte ich, ja, mache ich auf jeden Fall mit, habe ich Lust drauf. Und Österreich natürlich auch, ein schönes Land, wo man sagt, 4 Wochen ist doch ganz nett.
Ich komme aus Heidelberg, das ist richtig, ich komme nicht aus dem Innenviertel. Das ist in Baden-Württemberg. Ich wollte immer schon Schauspielerin werden, eigentlich schon im Kindergarten und habe es dann auch geschafft, nach 23 Mal Vorsprechen in Berlin meine Schauspiel- und Gesangsausbildung zu absolvieren. Und nach Rheinbach bin ich gekommen, weil ein Kollege von mir hier schon mal gespielt hat. Laienschauspieler aus der Region, gemeinsam mit Profis aus dem deutschsprachigen Raum auf der Bühne. Auch das ist eines der Erfolgsgeheimnisse der Rheinbacher Evangelienspiele. Dazu ein Gebäude, um nicht zu sagen ein Theaterstadl, wo man vor Vorstellungsbeginn und auch in der Pause mit kulinarischen Schmankerln aus der Region verwöhnt wird. All das macht den Erfolg dieses Sommertheaters der ganz anderen Art aus. Für den 1477 Seelen zählenden Nordrheinbach-Bescherding ist dieses Theater im wahrsten Sinn des Wortes ein Geschenk des Himmels bzw. der Bibel oder, noch besser gesagt, ein Geschenk des in Rheinbach geborenen Schriftstellers Friedrich C. Zauner und seiner Gattin Roswitha. Denn ohne die Evangelienspiele wäre Rheinbach wohl nur ein kleiner Punkt auf der Landkarte. So aber pilgern jedes Jahr tausende Theaterfreunde in das Innviertel und tragen den Namen Rheinbach in die Welt hinaus. Von der Umwegrentabilität ganz zu schweigen. Unser Tipp: Wenn Sie einen unvergesslichen Theaterabend in Rheinbach erleben möchten, dann haben Sie dazu noch bis 24. Juni die Gelegenheit. Danach heißt es wieder ein Jahr warten. Denn im Theaterstadl werden nur die Evangelienspiele, die, um es nochmals zu betonen, keine Passionsspiele, sondern ein zum Nachdenken anregendes modernes Gesamtkunstwerk ist, aufgeführt. Alle Termine, Infos und Kartenvorverkauf finden Sie auf www.rheinbacher-evangelienspiele.at.